werden ein ganz kleines Stück Geschichte von Sea Shepherd auf dieser Bühne heute schreiben. Und deswegen herzlich willkommen in Bremen. Heute wird eine Kampagne vorgestellt. Es wird über die Zusammenarbeit von zwei wirklich starken, nachhaltigen Marken gesprochen, und zwar von Sea Shepherd und Dr. Bronners. Und wir haben eine Bootstaufe, es gibt eine Bootsfahrt und wir haben auch noch Gäste, und zwar Jupiter Jones. Auch die kleinen Gäste, wir haben ja ganz viele Kinder da, ihr habt auch Programm hier, und zwar vorne bei Dr. Bronners habt ihr die Möglichkeit, einen Walfänger mal so richtig einzuseifen. Grundsätzlich kann es nie genug Leute geben, die über Themen wie Umweltschutz berichten, aber dafür, dass es wirklich ein schwieriges Thema ist und man ja wirklich auch nicht viel in der Presse darüber liest, es wird zwar immer mehr, aber es ist immer noch meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig, fand ich schon, dass wir echt viel, viel Presse hier hatten, und habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, wir, die Firma Brands Fashion mit Sitz in Buchholz in der Nordheide, hat sich zum Ziel gemacht, in Zukunft auch nachhaltige Textilien zu produzieren. Und einer unserer größten Kunden ist die Marke Sea Shepherd. Wir unterstützen dieses Unternehmen mit der gesamten Bekleidung. Das heißt, wir machen das gesamte Merchandise weltweit. Die Textilien sind alle GOTS-zertifiziert. Das ist das strengste Label, was es weltweit für Textilien gibt. Das ist zu vergleichen mit dem Demeter-Logo in der Ernährung. Also wirklich vom Baumwollfeld, wo keine Chemikalien eingesetzt werden. Kurze Wege, oder mal ganz wirklich so gesagt, das Wasser, was in die Firma reinkommt zum Färben, kommt nachher wirklich sauberer raus. Es sind dann Millionen investiert worden, und deswegen unterstützen wir auch Sea Shepherd, weil wir wirklich daran glauben, an eine bessere Welt. Hallo, ich bin der Manuel Abras. Ich bin Kampagnenleiter der in diesem Jahr stattfindenden Kampagne Baltic Sea von Sea Shepherd Deutschland. Diese Kampagne hat zum Ziel, den Schutz der Schweinswale bzw. den Nichtschutz der Schweinswale darzustellen. Denn die Schutzbestimmungen, die es hier in Deutschland gibt, werden leider nicht wirklich konsequent durchgesetzt. Schweinswalschutz findet leider nur auf dem Papier statt. Wir wollen in der Ostsee mit zwei Schiffen, also einem Schnellboot und der Emanuel Bronner, die wir heute vorstellen, die Schutzgebiete patrouillieren. Es gibt mittlerweile 8 Schutzgebiete, beziehungsweise meinen sie FFH-Gebiete. Sie sollen eigentlich zu richtigen Schutzgebieten umgewandelt werden. Da hinkt Deutschland leider den Vorgaben der EU hinterher. Seit 6 bis 7 Jahren hätte das eigentlich schon passieren müssen, und Deutschland reagiert da leider nicht. Und da wollen wir natürlich jetzt dafür sorgen, dass über die Medien eine breite Öffentlichkeit hergestellt wird, um die Situation der Schweinswale darzustellen. Man muss dazu wissen, wir sprechen in der Ostsee von 2 Populationen. Einmal in der westlichen Ostsee, von ehemals 28.000 Tieren sind nur noch ca. 11.000 übrig. Und in der zentralen Ostsee sind von ca. 5.000 Tieren noch ca. 460 übrig, was enorm wenig ist, und diese Tiere sind wirklich akut gefährdet. Hier in Bremen haben wir seit August 2015 unser Hauptquartier, und da war es halt eine logische Entscheidung, das Schiff auch hierher zu verlegen, sodass wir dann halt auch immer gut daran arbeiten können. Wir werden dann die Kampagne von hier aus starten, in den nächsten 2-3 Wochen die Fahrzeuge an die Ostsee verlagern und versuchen dann halt die gesamte deutsche Ostseeküste quasi abdecken zu können mit unseren Fahrzeugen. Also für Sea Shepherd ist, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Stadt, um zu sein. Wir haben das Meer ja sehr näher ran. Wir sind ja schon verschiedene Jahre vertreten, und die Bremer Ortsgruppe ist eine der größten Ortsgruppen von Deutschland. Und wir hatten die großen Schiffe hier auch in Bremen. Wir bekommen immer sehr guten Support von den Behörden, von den Betrieben, die es gibt hier. Ich glaube schon, das ist ein, ja, ein sehr bequemer Ort, um zu sein für Sea Shepherd. Ich hoffe, dass wir noch viele Jahre hier bleiben können. Wir wollen jetzt 3 Monate auf der Ostsee Stellnetze patrouillieren,
und schauen, was da so passiert. Es gibt unheimlich viele Schweinswal-Totfunde an der Küste, wo sich keiner wirklich erklären kann, wo kommen die her. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass die Abdrücke von Netzen oder Netzspuren in den Gesichtern haben. Das heißt, sie schwimmen in die Netze rein und können halt nicht mehr an die Oberfläche, um Luft zu holen und gehen dann ganz elendig zugrunde in den Netzen. Ja, das werden wir kontrollieren, wie weit sich die Fischerei da dran an Bestimmungen hält in diesen Schutzgebieten. Also ich sag mal, wenn man in Schleswig-Holstein an der Küste mal rausfährt, kann man durchaus mal Glück haben, dass man tatsächlich mal einen Schweinswal in freier Natur sieht. Das ist mir auch oft genug passiert und es ist echt schön, wenn die dann so in Schulen da durch die Gegend schwimmen, das ist ein tolles Erlebnis. Ich unterstütze Sea Shepherd, weil es einfach eine super Sache ist und weil jeder darauf achten sollte, dass der Lebensraum der Meerestiere erhalten bleibt. Und deswegen bin ich heute hier, weil ich einfach absolut dahinter stehe und es einfach klasse finde. Wir haben heute die Ehre, ein neues Schiff von uns einweihen zu können und freuen uns natürlich, dass so viele Leute schon hier sind heute. Und kurz zu meiner Person, warum ich hier bin und warum ich für Sea Shepherd mich einsetze, überall auf der Welt, ist einfach, dass ich bei Sea Shepherd das Gefühl habe und auch das Wissen habe, dass wir aktiv intervenieren und eingreifen und nicht nur drum rumreden, sondern wirklich Ergebnisse erzielen. Und das finde ich super, deswegen bin ich heute hier. Ja, also wahrscheinlich sind wir dazu gekommen, wie viele andere auch, über D-Max, Whalebox. Und habe mich dann einfach darüber schlau gemacht, im Internet, Facebook, Homepage, habe das alles mal heraus sozusagen gegoogelt und habe dann einfach gelesen und habe dann immer mehr gesehen, das gefällt mir. Da stehe ich hinter, das ist genau das, wovon ich immer sage, so muss das laufen. Ich will auch mich in diese große weltweite Organisation mit einbringen und bin 2015 dann auf eins dieser großen Schiffe, die Sea Shepherd hat, mit auf die Färöerinseln gefahren, war dort an Bord der Sam Simon. Ich habe dort gekämpft für die Grindwale, die dort durch die Färinger getötet werden. Ich wurde verhaftet dadurch, dass ich Tiere geschützt habe, oder weil ich Tiere geschützt habe, weil ich Leben geschützt habe, wurde ich ins Gefängnis gesteckt und das war halt eine mega Erfahrung, weil es tatsächlich anscheinend strafbarer ist, Leben zu schützen, als es zu nehmen. Und das sind immer wieder Eindrücke, Erfahrungen, die mich in meinem Herzen und in meinem Kopf weiterentwickeln lassen und wo ich sage, das ist für mich die einzig wahre, effektive Gruppierung, die tatsächlich was tut. Andere tun auch und machen, aber aktiv in dem Moment ist nur eine und das ist Sea Shepherd und deswegen bin ich da. Moin, hier sind Sven und Hond von Jupiter Jones. Genau. Wie, warte, Tonspur extra oder was? Outtake. Und ich finde das echt cool. Moin, hier sind Sven und Hond von Jupiter Jones. Und wir sind heute hier im Fegesack bei Sea Shepherd, weil wir das eine sehr unterstützenswerte Aktion finden. Hier ist heute eine Schiffstaufe und wir sind gefragt worden und eingeladen worden, hier heute dabei zu sein. Das machen wir sehr gerne, weil wir sind zwar Eifelkinder, aber ich zumindest habe eine große Affinität immer schon zum Meer gehabt, habe vor vielen Jahren auch mal Meeresbiologie studiert und verfolge das schon sehr lange, was Paul Watson da so auf die Beine gestellt hat und wie das immer größer wird und das finde ich sehr beeindruckend, dass die Menschen teilweise ihr Leben riskieren für die Tiere. Und da wir viel auf Tour sind, da es immer so eine Gästeliste gibt, haben wir gesagt, die Leute kommen nicht mehr umsonst rein, die müssen jetzt mal einen Obolus spenden und zwar für Sea Shepherd. Und so haben wir Kontakt aufgenommen zu Sea Shepherd, zu Anne Kämmerling und haben uns mit der getroffen und da haben wir ein bisschen Geld gesammelt auf unserer Tour und heute sind wir eingeladen und hier und sind sehr, sehr froh hier zu sein und unterstützen das sehr gerne. Wir freuen uns den Arsch ab. Der Platz hier, der ist schön voll, das Wetter ist super. In Fee gesagt, vom Wetter. Ja, total. Ich taufe dich auf den Namen Emanuel Bronner, wünsche dir allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. In Englisch, let's save some harbor purposes. 1, 2, 3.